Servus und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft The Hunger Games. Heute sind wir auf so einer neuen Map, das ist glaube ich die Survival Map Nummer 4. Und dabei sind wieder ein paar andere große YouTuber. Der TT ist dabei, der Pixel-Architekt, DenaMC ist dabei. Ich mache mal hier die Liste, dann seht ihr, wer alles da ist. Und es geht jetzt auch gleich los. Die Map selber habe ich noch gar nicht gespielt. Ich habe irgendwie gehört, dass das schon ziemlich viele Leute schon gemacht haben und sich da gut auskennen und sich auch schon Routen zurechtgelegt haben und alles. Und ich werde jetzt hier so ein bisschen nervös starten letztendlich und mal gucken, wie weit wir kommen. Bin gespannt. Also gegen Experten in den Hunger Games anzutreten ist natürlich auch ganz interessant. Irgendwie werden wieder die ganzen Leute nicht angezeigt, aber eigentlich müssten die da alle sitzen. Bin ich jetzt hier allein? Das wäre auch cool. Dann kann ich da hinten irgendwo da vielleicht hin ins Haus. Da könnte was sein. Aber es geht ja hier gleich ordentlich los. Wir werden jetzt hier ohne Plugins spielen. Also geht es gleich so los. Wir haben irgendwie nur 3 Minuten irgendwie Ruhephase jetzt, um sich ein bisschen auszurüsten. Da ist die ganze Geschichte wahrscheinlich ziemlich schnell vorbei. Ach, siehst du, da sind die ganzen Leute. Also ich hau mal ab, indem ich jetzt hier irgendwie hochspringe. Leider starten wir jetzt schon mit ordentlich Hunger. Also muss ich jetzt mal zusehen, dass ich jetzt hier zeitnah irgendwas bekomme. Ja, hier war nix. Ist natürlich blöd. Gegen die ganzen Profis zu spielen ist natürlich wieder sehr aufregend hier. Mal schauen, dass wir irgendwie da auch was schaffen. So, ein paar goldene Stiefel habe ich. Da lief schon der erste vorbei. Die Map ist ziemlich klein. Und ich weiß nicht. Wie ihr seht, ich weiß gar nicht, wo die ganzen Kisten sind. Der eine, der mir vorbeigerannt ist, der ist gleich direkt hier zur richtigen Kiste gelaufen, glaube ich. Schau mal, da ist noch was. Ja, da war der jetzt schon dran. Aber ist ja auch egal. Es ist ja dabei sein, ist alles Hunger Games. Darum geht's hier. Der olympische Geist mitmachen. Schau mal hier, das ist ein nettes Haus. Ich weiß gar nicht, wer die Map gebaut hat. Ich weiß gar nicht, ob das auch der Vereide war oder ein anderer. Cool, geht's runter. Hier unten irgendwas ist. Wäre natürlich super, würde ich jetzt hier gleich so ein... Na, klasse. Kanalisation. Pilze sind da, das ist gut. Okay. So viel ist das noch nicht. Ich habe jetzt irgendwie auch, wie ihr seht, kaum noch... Meine Hungerleiste ist jetzt schon ziemlich am runtergehen. Weiß gar nicht, wie lange das jetzt hier funktioniert. Müssen wir mal schauen, dass uns jetzt hier keiner überrascht. Wäre halt echt super, würde ich irgendwas finden. Ach ja, jetzt bin ich jetzt hier wieder am Start. Ich glaube, das Ding ist noch nicht abgelaufen, aber die haben doch bestimmt hier schon alles geplündert, klar. Ja, das bringt nichts. Also hätte ich gewusst, dass ich da dann wieder rauskomme, dann wäre ich gleich woanders lang gegangen. Naja, springen wir mal hier hoch. Schauen wir mal. Oh. Eine Falle. Fallen gibt es also auch. Da oben sind auch schon wieder ganz viele Leute. Innen rennt auch einer rum. Ich bin irgendwie noch... kann nur mit ein paar Pilzen um mich schmeißen. Könnte so eine Seuche hier ausbreiten. Irgendwie die Pilzseuche. Vielleicht kann ich irgendwie einem Gegner auch irgendwie so einen Fliegenpilz ins Gesicht drücken, in der Hoffnung, dass er dann daran kaputt geht. Aber ich würde nicht darauf wetten, dass das funktioniert. Schau mal, der Turm sieht doch interessant aus. Oder hier der Zug, aber da komm ich da rein oder oben ist schon wieder jemand. Versuche ich, aber ich habe jetzt schon wieder gleich keine Schenkel mehr. Ich bin gleich schon am Verhungern. Ich weiß nicht, wie lange diese Periode hier noch geht. Und jetzt kommt er hinter mir her. Hau ab. Der hat was zu essen. Auch gern was zu essen. Ah, ich brauche eine Waffe. Irgendwas. Hallo, hallo. Waffe? Nein. Hier vielleicht? Nein. Könnte ich mich verstecken. Das hat auch nichts gebracht. Da oben vielleicht. So. Die ersten Fallen werden schon ausgelöst hier. Irgendwie zittert bei mir gerade das Bild so ein bisschen. Ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme nicht. Sieht auch schon wieder aus, als ob hier jemand gewesen ist. Oben im Turm. Ist natürlich blöd, wenn man jetzt irgendwie mit anderen Voraussetzungen hier startet und irgendwie eigentlich keine Ahnung hat, wie das jetzt hier alles funktioniert. Oder wo jetzt eigentlich irgendwas ist. Ach, schau mal da. Ja, sieh, ist ja auch schon wieder leer. Und die Leute gleich alles hamstern und ich irgendwie hier ganz blind am Rumlaufen bin. Ich hätte mich ja darauf vorbereiten können, aber dieses Hunger Games ist natürlich dann auch interessant, wenn man die ganzen Sachen nicht kennt und dann irgendwie doch überrascht ist von dem, was hier alles kommt.
was da alles so los ist. Man sieht jetzt gar nicht, wer jetzt noch am Leben ist oder wer schon tot ist. Die Map ist auf jeden Fall sehr klein. Und früher oder später werden wir da bestimmt den einen oder anderen finden. Da hinten vielleicht. Dass da unten drunter noch irgendeine Kiste ist. Hier. Da ein Wasser vielleicht. Da unten. Kann das sein? Ja. Hey, eine Kettenhose und eine Melone. Das ist super. Habe ich schon ein bisschen Rüstung, aber keine Waffe. Das ist echt doof. Stecken wir uns mal hier ein bisschen Melone reingehauen. Reicht natürlich nicht aus, um jetzt hier irgendwie den großen Sieg davon zu tragen. Ah, wir machen mehrere Runden, irgendwie sowas. Da ist schon einer. Schnapp ich ihn mir? Womit denn? Mit meiner Chuck Norris Superfaust? Oh, der hat ein Schwert. Ich bin vielleicht lieber weg hier. Vielleicht sieht er mich nicht. Kann ich da jetzt irgendwie rüberschwimmen? Ich schwimme da hinten in den Wald in der Hoffnung, dass er mich jetzt nicht erwischt. Aufwärmphase, genau. Wir machen hier alles nur zum Spaß. Wir haben auch alle überhaupt keine Ahnung, wie was funktioniert. So, Blätter kann ich kaputt machen, wie immer. Ist natürlich gut. Aber es wäre irgendwie halt auch schön, würde ich irgendwie noch eine Waffe finden. Dann könnte ich mich nämlich gegen die ganzen Leute, die hier sind, irgendwie erwehren. Aber ich höre auch überhaupt keinen im Moment. Aber das ist im Moment gar nicht das größte Problem, weil wenn das weiter so geht, dann bin ich bald verhungert und dann... Schluck, ist das alles gar nicht so wild mit den Hunger Games, weil... Man ist verhungert in den Hunger Games. Eiskalt. Draußen, wo es kalt ist. Nachts, wo es dunkel ist. Man konnte sich nicht wehren, konnte nichts machen. Ich habe schon 2 Herzen verloren, also das mindert meine Überlebenschancen natürlich gewaltig. Da ist ein Feuerchen. Das sieht doch gut aus. Könnte hier irgendwas sein? Ne, hier ist nichts. Wieso ist denn da nichts? Wenn es hier schon brennt. Hallo? Ist immer gut, sich irgendwie an hell leuchtende Stellen zu stellen, damit die Leute einen auch gleich sehen. Vielleicht haben wir in dem Haus da hinten ein bisschen mehr Glück. Ist irgendwie doof jetzt hier mit einer angefressenen... Oh, da ist schon wieder jemand oben drin. Dann versuchen wir hier beim Baum zu bleiben. Nee. Irgendwie hungrig zu starten in den Hunger Games ist blöd. Man hätte sich irgendwie... Ja, da ist einer. Super. Hau ab. Der Kev. Kev! Ich kann mich nicht wehren. Keine Waffe. Jetzt will er hier aber richtig sich prügeln. Er will Beef machen. Er will so ein bisschen... Vielleicht bin ich schneller. Vielleicht bin ich besser. Vielleicht bin ich schneller tot als er. Aber ich gebe nicht auf. Bis zum letzten... Oh. Ja. Das war's.